Checkaboom, biatch, hallo und herzlich willkommen, ich bin Amphotile. Heute möchte ich euch gerne ein paar Kombo-Möglichkeiten der Warframe-Rüstung zeigen. So, fangen wir an. Wir spenden Doken Q. Dieser Schwertstoß ist dreimal so stark wie der normale Schwertstoß. Um das zu testen, könnt ihr gerne mal die Lüftung zerschlagen. Kommt ja auch selbe Ergebnis heraus. Und vor allem, man schlägt hier zweimal mit demselben Schwert, habt ihr nochmal dann ein Hitzeschwert, den ich euch empfehlen würde zu holen, dann macht ihr dann sozusagen vier Schläge hintereinander. Also tief, ganz normal, Schwertstoßtaste lange halten, also in diesem Fall ist das Q, dann macht ihr den Maximalschaden durch den Schwertstoß, hochspringen, Schwertstoß, da könnt ihr den Gegner umhauen und wenn er auf dem Boden liegt, nehmen wir an, das ist jetzt hier, ja, dieser Fleck hier ist jetzt der Gegner, visiert ihn an, drückt Schwertstoß, dann kommt eine andere Schwertanimation, aber dann spießt ihn auf, den Gegner, ungefähr so. Und da gibt es auch viel mehr Damage. Backflip nach vorne, macht ihr einfach sprinten, sie springen. Da seht ihr auch gleich, da bekommt ihr auch wiederum einen Geschwindigkeitsschub. Bei dem Wandsprung haben wir ja gerade eben gesehen, so schnell wie möglich von der Wand abstoßen. Da bekommt ihr einen Boost und wenn ihr noch eine Ecke erwischt, sei es das Fass oder sonst irgendwas oder auch dieses Geländer, dann bekommt ihr einen weiteren, Energieschuss. Ihr könnt es je nachdem auch so kombinieren. Falls ihr die Wand vertikal hochlaufen wollt, müsst ihr einfach nur 90 Grad Winkel dazu stehen. Und falls ihr auf eine andere Wand weiterlaufen wollt, müsst ihr einfach nur die Leertaste halten. Alternativ Leertaste halten und Q, dann springt ihr in die jeweilige Richtung und verführt einen Schwerthieb. Ja, das ist eigentlich auch ziemlich nützlich und ich würde euch zu empfehlen, bei Infested, wenn eine größere Menge von diesen infizierten Dingern kommt, dass ihr da, okay, gut, konnte ich nicht vorführen, springt, genau, dann müssen die eigentlich umfallen, wenn ihr sie erwischt. Und genau, da komm nicht. Entschuldigung, hat ein bisschen gelackt. Passiert manchmal bei Fraps. So, ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, genau. Ihr solltet bei größeren Gegnergruppen diesen Schwertstoß benutzen. So erreicht ihr die maximale, sag ich mal, Schadenwirkung und ich würde euch wirklich empfehlen, Hitzeschwert zu benutzen, da ihr einen extra Feuerschaden ohne Modes macht, wenn ihr dann so einen Schlag vorführt. Und dieser Schlag ist zum einen dann auch ein bisschen stärker, ist zwar ein bisschen langsamer, die klingen, aber dafür ist der Radius des Feuerschadens intensiver bzw. größer. Vielleicht noch so ein kleiner Tipp nebenbei, um euch Zeit zu sparen, lauft wirklich an den Wänden. Seid jetzt unbedingt zwar nicht schneller, aber wenn ihr euch von den Wänden abdrückt, dann seid ihr wiederum schneller. Und zum anderen werdet ihr merken, dass eure Warframe-Erfahrungswerte nach dem Abschluss des Levels sehr stark in die Höhe getrieben werden. Das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis dann.